Wenn wir bisher die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen bestimmt haben, dann haben wir gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt. Diese Wahrscheinlichkeit ist gleich die Zahl der Ergebnisse, die eben dieses Ereignis A eintreten lassen. Also Zahl der Ergebnisse, die das Ereignis A eintreten lassen. Und oft haben wir das A wie eine Bedingung formuliert. Ja, wir haben gesagt, das Ereignis A heißt, dass der Würfel eben eine gerade Zahl anzeigt. Das ist ja wie eine Bedingung, also Zahl der Ergebnisse, die diese, wir könnten auch sagen, die diese Bedingung A erfüllen. Also Zahl der Ergebnisse, die Bedingung A erfüllen. Oder eben die das Ereignis A eintreten lassen oder eben die Zahl der günstigen Ergebnisse. Da gibt es verschiedene Formulierungen, die alle dasselbe sagen wollen. Ja, und diese Zahl wurde geteilt durch die Gesamtzahl aller möglichen Ergebnisse. Also hier unten stand die Zahl der möglichen Ergebnisse. Und diese Zahl und auch die Art der Ergebnisse ist ja durch die Art des Zufallsexperiments festgelegt. Also wenn ich einen Würfel würfle, dann habe ich eben genau 6 mögliche Ergebnisse am Ende. Ja, und dann haben wir den Münzwurf angeschaut und haben gesagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf oben liegt nach dem Wurf. Und nachdem das eines der beiden möglichen Ergebnisse ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit dort gerade 1,5. Oder beim Würfel, da könnte ich sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, dass eine gerade Zahl oben liegt. Und ja, ich habe 3 gerade Zahlen unter 6 möglichen Ergebnissen. Das war dann 3/6 oder eben auch 1,5. Und das Ganze hat funktioniert. Diese Berechnungsmethode für Wahrscheinlichkeiten hat deshalb funktioniert, weil alle Ergebnisse der Zufallsexperimente, die wir angeschaut haben, weil diese Ergebnisse gleich wahrscheinlich waren. Nur deshalb konnte ich hier mit diesen Abzählmethoden die Wahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse mir ausrechnen. Jetzt wollen wir aber diese Voraussetzung aufgeben. Wir wollen nicht mehr fordern, dass alle Ergebnisse des Experiments gleich wahrscheinlich sind. Das heißt, wir betreten hier eigentlich Neuland. Machen wir mal einen Strich, damit das ganz klar wird. Also wir verlassen dieses vertraute Gebiet hier und begeben uns in unbekanntes Territorium. Wir bleiben aber bei den Münzen, nur dass es eben diesmal eine unfaire Münze ist. Sieht man jetzt von außen nicht an, das ist auch so ganz normaler Kopf drauf. Also hier haben wir die Kopfseite und da wäre die Zahlseite. Also von außen sieht das ja normal aus, aber im Inneren gibt es vielleicht irgendeine komische Gewichtsverteilung. Auf jeden Fall soll die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf kommt, die soll jetzt nicht wie im normalen Fall einer fairen Münze 50% betragen, sondern die soll hier bei dieser unfairen Münze, diese Wahrscheinlichkeit soll 60% betragen. Und das kriegen wir nicht raus, indem wir sowas rechnen wie da oben, denn da oben, das ist ja, gilt ja nur für faire Münzen. Diese 60% kriegen wir eigentlich nur raus, indem wir entweder diese Münze sehr oft hochwerfen und dann tatsächlich aufschreiben, was rauskommt. Und dann werden wir feststellen, so im Großen und Ganzen liegen wir da bei 60% als Wahrscheinlichkeit für Kopf. Oder indem wir vielleicht komplizierte physikalische Untersuchungen machen und uns die Gewichtsverteilung in dieser Münze mal ganz genau betrachten und dann berechnen, wie groß die theoretische Wahrscheinlichkeit ist, dass die Münze dann mit dem Kopf nach oben landet. Also diese 2 Möglichkeiten hätten wir. Auf jeden Fall soll die Annahme jetzt sein, dass es 60% sind oder man kann ja auch sagen 0,6 oder das wäre dasselbe wie 6/10 oder wenn ich es nochmal kürze, dann 3/5. Das soll die Wahrscheinlichkeit von Kopf sein und das sagt mir natürlich auch etwas aus über die Wahrscheinlichkeit von der Zahl. Denn das sind ja die beiden möglichen Ergebnisse des Wurfs. Die schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Kopf plus die Wahrscheinlichkeit von Zahl zusammengenommen muss 1 ergeben. Eines von beiden Ergebnissen tritt ja immer ein, das heißt die Wahrscheinlichkeit der Zahl wäre dann 100% minus 60%, das wäre gerade 40% und das wären wieder gerade 0,4 oder
vier Zehntel oder eben ein zwei Fünftel, also drei Fünftel gegen zwei Fünftel, wäre die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten von Kopf oder Zahl. Also auch wenn die obere Formel hier nicht mehr gilt, weil wir eben keine gleich wahrscheinlichen Ergebnisse haben, 60% und 40% sind ja nicht gleich wahrscheinlich, so gelten doch andere Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung weiter. Und zwar vor allem die Multiplikationsregel für unabhängige Ereignisse. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt zwei Würfe hintereinander mache, dass im ersten Wurf Kopf kommt und im zweiten Wurf nochmal Kopf kommt, das kann ich nach wie vor mit der Multiplikationsregel ausrechnen. Beide Würfe sind voneinander unabhängig. Das Ergebnis des ersten Wurfs hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des zweiten Wurfs. Das gilt ja weiterhin, egal ob die Münze jetzt fair ist oder unfair ist. Das heißt, diese kombinierte Wahrscheinlichkeit kann ich schreiben als die Wahrscheinlichkeit, im ersten Wurf Kopf zu haben, mal der Wahrscheinlichkeit, im zweiten Wurf Kopf zu haben. Und das wäre in diesem Fall, müsste ich ja dann diese 60% einsetzen. Also das wäre 0,6 mal 0,6 und das sind dann 0,36, zwei Stellen hinter dem Komma, oder 36%. 36% würde die Wahrscheinlichkeit, na, geben wir dem mal ein bisschen mehr Platz hier so. Also 36% würde da die Wahrscheinlichkeit betragen. Und genauso könnte ich das erweitern auf drei Würfe. Da könnte ich dann halt sagen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, im ersten Wurf Zahl zu haben, dann will ich Kopf, dann Zahl. Also in dieser Reihenfolge, in dieser Sequenz hier. Und da mache ich wieder das wieder oben. Ich zerlege das in die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisse, also im ersten Wurf Zahl, mal im zweiten Wurf Kopf, mal der Wahrscheinlichkeit im dritten Wurf Zahl zu haben. Und dann sind das also 0,4 mal 0,6 mal 0,4. Also 0,4 mal 0,6 mal 0,4. Und da kriege ich raus 6 mal 4, 24, 80, 96. 96, aber drei Stellen hinter dem Komma. Dann habe ich also 1, 2, 3 Stellen hinter dem Komma. 0,096. Das wären dann gerade 9,6%. Das wäre also die Wahrscheinlichkeit, hier in diese Kombination Zahl-Kopf-Zahl mit dieser unfairen Münze zu haben. Also wir sehen, wenn ich die einzelnen Wahrscheinlichkeiten kenne, dann kann ich mit den Wahrscheinlichkeiten rechnen, wie zuvor. Multiplikationsregel gilt weiterhin. Aber um diese Wahrscheinlichkeiten herauszufinden, dafür muss ich jetzt bei dieser unfairen Münze einen anderen Weg gehen, als ich das bei den fairen Münzen tun konnte, wo ich hier diese Formeln zur Verfügung hatte.